Hallo Bastelzeit und heute habe ich irgendwie so ein Gerät, wo ich mir selber noch nicht ganz sicher bin, was es ist. Ja, ich hatte angefangen, einen Raum zurückzubauen. Das war früher mal ein Wohnzimmer und ich kann mich noch dunkel daran erinnern, in der Ecke stand irgendwie so Videorekorder und Röhrenfernseher und so. Und da waren Mehrfachstecker und davor Richtung Wand war das Ding hier. Ein Zwischenstecker. Eigentlich hätte ich mir nicht viel bei gedacht. Ich dachte, okay, wird so ein Pseudo-Blitzschutz sein, was im Prinzip einfach nur ein Stecker ist, wo dann ein Muff drin ist oder mehrere Muffs. Inwieweit die was bringen, ist dann so ein bisschen diskussionswürdig. Ein richtiger Blitzschutz hat ein bisschen mehr als ein Zwischenstecker. Aber das hier ist kein Blitzschutz, sondern, wenn wir das Ding mal umdrehen, es ist ein Berka 0111 Entstör-Zwischenstecker. Okay. Maximum 400 Watt. Wir haben eine 2 Ampere Sicherung, wie es drin aussieht hier drin. Dann würde ich mal sagen, gucken wir einfach mal, was dahinter steckt. Was ist ein Entstör-Zwischenstecker? Sind hier irgendwie Spulen, Kondensatoren drin, um irgendwas zu tun? Klingt für mich jetzt erstmal so ein bisschen nach Voodoo. Heutzutage hat ja im Prinzip jedes Gerät eine Entstörung drin. Aber gut, gucken wir einfach mal. Wir rausziehen. Hoah, Premium hier. Wir haben hier unsere Sicherung hier unten, die entsprechend in Metallklammern da unten reingeht. Und haben sogar noch eine Ersatzsicherung mit dabei. Sicherungen sind beide mit Sand gefüllt. Das ist immer relativ gut. Der Sand hat eine ganz wichtige Aufgabe. Und zwar hier in den Sicherungen ist ja im Prinzip einfach ein dünnes Drähtchen drin, der so ausgelegt ist, dass wenn man da entsprechend zu viel Strom durchfließen lässt, dann erwärmt sich der Draht. Und wenn es zu viel Strom wird oder zu viel Strom über einen längeren Zeitraum, dann schmilzt der Draht entsprechend durch. Das ist ja so das Prinzip einer Schmelzsicherung wie denen hier. Und das Problem ist, wenn jetzt hier nicht nur ein bisschen zu viel fließt und der langsam warm wird, sondern wirklich irgendwie ein Kurzschluss oder so ist, dann haben wir ja innerhalb kürzester Zeit eine Riesenhitze hier drin. Das heißt, dieses Metall pulverisiert sich quasi. Und was da passieren kann, ist ein Problem, nämlich durch dieses Pulverisieren, sage ich mal. Es ist eigentlich kein Pulverisieren, es löst sich quasi in Gas auf. Kann passieren, dass da ein Lichtbogen sich drin zieht, die Luft, die hier drin ist, sozusagen leitfähig wird und entsprechend die Sicherung nicht ausschaltet oder nicht so schnell ausschaltet, wie sie kann. Und deswegen ist hier der Sand drin. Der Sand ist um diesen Draht hier entsprechend herum. Und wenn der Draht wirklich ganz schnell ganz heiß wird, dann muss der erstmal was tun. Und zwar der Sand hier, der nimmt die Hitze auf. Und erst wenn der Sand auch geschmolzen ist, dann kann quasi oder könnte sich theoretisch ein Lichtbogen formen. Aber dadurch, dass der Sand die Leistung aufnimmt, die Hitze wegnimmt, reicht die Zeit meistens aus, um dann auszuschalten. Dann kommt nichts mehr nach und entsprechend sind die hier dann üblicherweise sicherer, wenn es darum geht, höhere Ströme zuverlässig abzuschalten. Wie gesagt, eine hier unten drin, eine auf Reserve für den Fall, dass es kaputt geht. Gut, gucken wir mal weiter, was wir sonst noch haben. Wir haben eine Schraube, also machen wir das Ding mal auf und gucken ins Innere. Was sich an Magie verbirgt, ich schätze nicht viel. Allerdings sieht es mir halt auch nicht so nach einem Voodoo-Stecker aus. Also ich gehe wirklich davon aus, dass irgendwie Kondensatoren oder Spulen drin sind. Und was haben wir? Ja, okay, das ist tatsächlich etwas überschaubar. Was ist das da drin? Es ist eine Spule, aber sitzt noch was drin, wenn ich richtig sehe, oder? Ah ne, das ist glaube ich nur der Plastikhalter. Gucken wir mal, kriegen wir den hier irgendwie raus? Ich fürchte nein, der sieht der ist hier mit so Plastikpinöppeln festgemacht. Den hier können wir aber rausmachen. Drehen wir mal die Schraube und die müsste uns dann irgendwann entgegenkommen und die Platte weit genug aufmachen, dass wir da dran kommen. Dann können wir uns diese wunderschöne Spule mal anschauen, was wir denn da haben. Moment mal, was? Okay, hier muss noch mehr Magie dahinter sein. Ich sehe keine Möglichkeit, das sinnvoll hier rauszuholen. Das ist natürlich schade. So können wir nicht gucken, was es ist. Weswegen ich aber im Moment so ein bisschen verwirrt bin. Wir haben ja den hier, der hier reingeschraubt ist. Der war ja hier. Ne? Das heißt, wir haben im Prinzip den Stecker hier, diesen Pfosten, direkt verbunden zu diesem Loch, wo wir einstecken. Und wir haben diesen Pfosten hier an der Stelle, direkt verbunden zu diesem Loch. Und dann haben wir das hier oben hin, was die Sicherung ist.
Und wo geht die Sicherung dann hin? Da ist nichts. Hä? Okay, ich muss gleich mal einen Multimeter holen, aber für mich sieht das so aus, als ob das hier grober Unfug ist. Denn die Spule ist nirgendwo angeschlossen. Ha. Na gut, ansonsten, ja, wir haben unsere Erdkontakte, die sind auch durchverbunden. Wir haben hier unten vor allen Dingen, wenn wir hier gucken, eine Zugentlastung und eine Aussparung. Die ist zwar jetzt hier verdeckt, wenn wir hier den Deckel nochmal drauf machen, da sieht man davon nichts mehr. Aber ich denke, wir können sehr gut davon ausgehen, dass hier das Gehäuse auch für andere Produkte genutzt wurde, die dann entsprechend ein bisschen mehr gemacht haben, die, wo dann unten ein Kabel rauskam. Da macht es dann auch Sinn. Aber das hier, dieser Endstört-Zwischenstecker hier von einer Firma, die meines Wissens eher jetzt zu den ja auch im Profihandel vertretenen Marken zählt. Ha. Okay, ich hole mal gerade meinen Multimeter. Und dann gucken wir, ob wir das Ding zerreißen müssen oder ob da mehr dahinter ist, als jetzt auf den ersten Blick erkennbar. So, dann schauen wir doch einfach mal. Der hier geht nicht dadurch. Moment. Hä? Okay. Ah. Okay, es tut also doch was. Also. Der hier ist direkt durchverbunden, der hier aber nicht. Wenn wir hier nämlich reingucken, dann sehen wir eventuell da unten dieses Blech, was nach hinten weggeht. Denn dieser Stift hier, der kommt nämlich hier oben an. Und dann macht es schon ein bisschen mehr Sinn. Da. Von da aus geht es dann über die Sicherung auf den hier. Sicherungshalter ist jetzt aktuell. Ups, was habe ich jetzt rausgegeben? Da ist irgendwas rausgefallen. Achso, eine von den Platten. Nicht so schlimm. Sicherungshalter können wir gerade nochmal reinmachen, dann klappt das wahrscheinlich besser mit dem Messen. Also, nochmal. Wir haben den linken von den beiden Pins. Der kommt hier an, geht dann hier hinten auf die Sicherung und kommt hier wieder raus. Müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben, er ist ein bisschen Flussmittel und so drauf, deswegen macht er nicht direkt Kontakt, aber wenn ich drücke, funktioniert es, wie ihr hört. Von da aus geht es dann hier runter über die Spule auf diesen hier, der entsprechend dann hier den einen Ausgang darstellt. Das heißt also, die sind prinzipiell miteinander verbunden. Allerdings, seht ihr, ich kann nicht direkt was messen. Da ist wahrscheinlich dann auch entsprechend eine Kapazität, eine Induktivität vorhanden und entsprechend natürlich auch ein entsprechender Widerstand. Also wir sehen hier im Prinzip 0,3. Das heißt also, wir haben hier im Prinzip auf der einen Seite eine Spule dran, der andere ist direkt durchverbunden, da ist nichts noch irgendwie dazwischen. Wir gucken, da messen wir lediglich hier unsere 0,4, 0,5, das ist halt von der Messspitze. Okay, also er macht doch nicht nichts. Ob das sonderlich viel bringt, diese eine Spule einfach mal einzuschleifen, ich weiß ja nicht. Vor allen Dingen, weil es halt nur in einem Pol ist. Das heißt, sowas wie Gleichtaktfilterung oder sowas ist da nicht. Es ist halt wirklich nur die eine Richtung. Ich glaube, ich hole mir noch gerade mal mein Multimessgerät. Und dann gucken wir mal, wie viel Millihenry oder Mikrohenry oder was auch immer hier die Spule hat. Und hauen das Ganze eventuell sogar mal in den Simulator. Okay, nehmen wir uns mal das Ding hier vor und stibitzen uns einfach mal hier zwei von den Kontakten. Eins, zwei. Und ja, hiermit kriegen wir zwar mit Sicherheit keine hochgenaue Messung der Spule, aber es sollte, denke ich, ausreichen, um zumindest grob zu wissen, in welcher Ecke wir hier verortet sind. Kann man ja mal gucken, was dabei rauskommt, von hier nach hier. So, wie kriege ich das fest, ohne dass ich es festhalten muss? Weil Körper und so bei AC macht halt dann doch noch was. So, gucken wir mal, was er sagt. Und Testing. Spule 0,14 mH bei 0,3 Ohm. Okay, 0,14 mH. Gut, jetzt, ich glaube, den baue ich mir mal wieder irgendwie hier zusammen. Wie auch immer hier das Ding drin war. Ich merke gerade, dass das irgendwie hier eine Lasche hat. Gucken wir gerade beim anderen. Es ist auf jeden Fall dann keine Komplett-Esoterik. So sah es für mich halt im ersten Moment aus, weil es halt genau in einer Linie ist. Aber die Spule ist tatsächlich da in Reihe geschaltet.
Das heißt, sie tut dann auch wenigstens irgendwas. Das Problem ist, es gibt halt sehr viele Produkte, die nur mäßig gut sind, sage ich mal so. Gerade so im Bereich von, früher war es halt HiFi, kann man teilweise Dinge verkaufen, die nicht unbedingt technisch Sinn machen. Aber das hier, wie gesagt, ist auf jeden Fall nicht komplett sinnfrei. So, und ich habe das Ganze jetzt mal hier in so einen Online-Circuit-Simulator reingeklatscht. Ja, das ist hässlich, aber es muss ausreichen, um was zu simulieren. Und was sehen wir? Das hier, das ist das, was wir rausbekommen, wenn wir eine Last von 100 Watt resistiv direkt an unsere Spannungsquelle, also die Steckdose, anschließen würden. Und jetzt machen wir mal den Zwischenstecker dazwischen und das sieht so aus. Habt ihr den Unterschied gesehen? Nein? Ja, kein Wunder, da ist auch nicht wirklich groß Unterschied, wenn wir nochmal hin und her gehen. Das Einzige, was sich ändert, ist oben links, wenn ihr mal drauf achtet, die maximale Spannung sinkt ein bisschen. Die Spule hat halt auch einen internen Widerstand, daher kommt der Kram. Ein bisschen anders sieht das aus, wenn wir auf eine AC-Last wechseln, also zum Beispiel ein sehr schlecht designtes Schaltnetzteil. Hier sehen wir jetzt erstmal dieses Schaltnetzteil direkt an der Steckdose. Da haben wir erstmal, wenn wir einstecken, je nachdem, wo wir gerade in unserem Wert sind, einen Anlaufstrom, der da fließt. Dann geht er relativ schnell runter und dann haben wir nur noch dann ungefähr hier, wenn es jeweils zu den Peaks ist, eine kurze Spitze, wo dann Strom gezogen wird, wo der entsprechend seine Kondensatoren dann nachlädt. Das ist halt dieses Typische, wenn man da einen Kondensator hinter einem Gleichrichter hat. Wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat, wird eins feststellen, und zwar hier diese Peaks, die wir hier haben, die sind nicht in der Mitte. Das heißt also, die Mitte von unserer Spannung, die hier in grün ist, ist nicht dasselbe wie die Mitte von unserem Stromverbrauch, der hier in gelb ist. Wenn wir ein bisschen rangehen, könnte das zum Beispiel hier so aussehen. Wir sehen, hier ist die Mitte vom grünen, hier ist die Mitte vom gelben. Das ist die sogenannte Phasenverschiebung. Das ist so ein typisches Problem, wenn man entsprechend mit kapazitiven oder mit induktiven Lasten arbeitet. Das schlägt sich dann entsprechend in Blind- und Wirkleistung nieder oder dem sogenannten Power Factor. Grob gesagt, wenn hier eine Verschiebung drin ist, muss das Stromnetz mehr Arbeit reinstecken, als eigentlich notwendig wäre. Das ist nicht schön, und wenn ihr euch selbst Strom herstellen wollt oder irgendwas, das zum Beispiel als Inselanlage betreiben wollt, dann ist das was, was ihr berücksichtigen müsst. Ansonsten ist in Deutschland es zum aktuellen Zeitpunkt so, dass ihr für diese Blindleistung nichts bezahlt. Das heißt also, selbst wenn ihr ganz grottige Geräte habt, macht das erstmal für euch nichts aus, weil ja, so direkt müsst ihr dafür nicht mehr zahlen. Eventuell indirekt, weil die Energiekonzerne halt größere Leitungen bauen müssen. Aber naja, zumindest mal taucht es jetzt erstmal nicht auf eurer Rechnung auf. So, nachdem wir das hier jetzt haben, wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt die Spule dran klemmen? Naja, das ändert sich, und zwar so. Ja, hier haben wir zwei Sachen, die sich ändern. Das erste ist, das hier ist nicht dieselbe Skala. Dieser Spike ist wirklich extrem hoch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es einfach nur schlechtes Timing war oder ob es wirklich gerade so ungünstig da verzieht. Aber prinzipiell würde ich da jetzt nicht zu viel reininterpretieren, einfach weil dieser Eingangsspike, den wir da haben, dieser Anlaufstrom, der große, sehr davon abhängig ist, wo wir gerade einstecken. Also wenn wir einstecken, wenn gerade hier Nulldurchgang ist, fließt kein Strom. Wenn wir gerade einstecken, wenn hier die Mitte ist, dann fließt eine Menge Strom. Also das hat jetzt erstmal nichts mit der Spule zu tun. Was wir allerdings auch sehen, so viel ändert sich halt nicht. Wir haben immer noch hier ungefähr in der Mitte unsere kleinen Spikes, wo das Ding nachlädt. Das heißt also, da hat sich nicht viel geändert. Wir können auch mal rangehen. Das sieht dann zum Beispiel hier so aus. Wir haben auf der linken Seite, wenn das Ding direkt am Stromnetz dran ist, wir haben auf der rechten Seite dann jetzt umgedreht, hier müssen wir mal spiegeln, wenn das Ganze dran ist an unserer Spule. Und wir sehen, hier ist auf jeden Fall ein Unterschied drin. Wir sehen also im Prinzip, wir runden das so ein bisschen ab. Aber macht es wirklich was aus? Ich denke eher nein. In der Praxis werden wir da wahrscheinlich keinen großen Unterschied sehen. Es kann ein paar ganz spezielle Ecken geben, wo das Sinn machen kann. Weil ihr seht vielleicht hier, wenn wir mal vergleichen, das ist hier von dem Spitzenstrom ein bisschen tiefer.
Das heißt, wir könnten eventuell damit dafür sorgen, dass eventuell eine Sicherung nicht direkt auslöst. Aber ganz ehrlich, wenn ihr so knapp da seid, dass bei einer Last von 100 Watt oder 400 Watt halt Maximum da tatsächlich das einen Unterschied macht, dann habt ihr ein anderes Problem als hier dieser Zwischenstecker. Es sei denn, wir gucken auf etwas anderes. Denn das, was wir uns hier die ganze Zeit jetzt angeguckt haben, ist ja eigentlich Stromnetz und Elektrik. Naja, wie ihr eventuell euch schon gedacht habt, dieses Ding hier ist ein paar Jährchen älter. Und damals, naja, haben Leute wahrscheinlich auch noch analoges Radio gehört, was man heute zwar immer noch hat, aber nicht mehr ganz so empfindlich wie damals. Und naja, beim analogen Radio könnte ich mir durchaus vorstellen, oder allgemein analogen Schaltungen, dass das einen Unterschied macht. Nicht wegen diesen kleinen Dingern hier, sondern einfach, weil wir hier an der Stelle hier ein sehr schnelles sogenannte Rise Time haben, also einen sehr schnellen Anstieg dieser Flanke, wohingegen der hier relativ langsam kommt. Und das macht einen Unterschied, denn hier bei diesem schnellen Ansteigen, da fungiert die Stromleitung quasi als Antenne und sendet dann einen Puls aus. Und der kann zu Audiostörungen führen. Theoretisch sollte das nichts ausmachen. Das ist hier EMV-Kompatibilität etc. etc. Aber wie gesagt, wahrscheinlich schon ein bisschen älter. Damals waren die Schaltungen noch nicht alle so unbedingt immun gegen Störungen aus dem Netz, als das heute ist. Ja, allgemein, ich denke nicht, dass heute so ein Stecker irgendwo noch groß Sinn machen würde. Weil, naja, wofür braucht man überhaupt Zwischenstecker? Ein Störzwischenstecker wie das Ding hier. Ja, eine Spule kann theoretisch eine Störung beseitigen, keine Frage. Aber die Spule muss auch zum Gerät passen. Das heißt also hier so ein Universalding, wo wir einen Zwischenstecker haben, der für alles passt. Nee, das funktioniert technisch relativ selten gut. Und auch sonst gibt es eigentlich heutzutage keine Zwischenstecker, die Sinn machen. Blitzschutzzwischenstecker, was bringt euch ein Blitzschutzzwischenstecker, wenn davor nichts ist? Das kann eine kleine Überspannung ableiten, ja, aber das machten die Geräte heute eigentlich auch alle intern. Und naja, ohne einen wirklichen Blitzschutz, also einen Blitzableiter auf dem Dach und entsprechende Ableitmechanismen in eurer Hauszuleitung, in euren Zwischenverteilern, da bringt so ein Zwischenstecker auch eher wenig. Und auch sonst, Zwischenstecker zum Schalten sind ja inzwischen relativ beliebt geworden. Einfach reinstecken und dann machen die WLAN und hinten ein Gerät rein. Ja, okay, das funktioniert. Aber die sinnvolle Methode wäre wahrscheinlich, das eher fest einzubauen, entweder ins Gerät oder die Steuerung. Das heißt also, auch da ist der Zwischenstecker eher so eine Notlösung, weil halt entweder das Gerät es von Haus aus nicht kann oder, wenn man es in die Steckdose einbauen will, man es in Deutschland halt häufig nicht darf. So oder so, naja, war auf jeden Fall mal interessant reinzugucken. Es ist ein seltsames Gerät, ob es irgendwas gebracht hat. Ich habe so meine Zweifel, weil hier hingen Mehrfachstecker dran und da hingen irgendwie Fernseher, Videorekorder, yada 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 dran. Und spätestens, wenn mehrere Geräte dranhängen, naja, die hängen dann eh wieder am selben Stromnetz und beeinflussen sich gegenseitig. Also, ja, wie gesagt, für mich sind die Dinger hier einfach nur Murks und entsprechend kommt das dann auch irgendwo in eine Kiste. Vielleicht kann man das Gehäuse nochmal benutzen, aber als Entstör-Zwischenstecker, naja, bei mir kommt er auf jeden Fall nicht zum Einsatz, denn ich glaube nicht, dass der, zumindest mit aktuellen Geräten, das tut, was er soll.